Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Power Habits, Jack und das Königreich der Lüfte. Es ist jetzt schon sage und schreibe 14 Tage her, dass ich gespielt habe. Ich war nämlich im Urlaub und ich habe mich auch die letzten 3 Tage, 4 Tage nicht wirklich damit befasst, da ich den Alice-Spielstand wieder herrichten wollte. Denn ich hatte mir kurz nach dem Urlaub ein Virus auf dem Rechner gejagt. Alle, die mich auf Facebook auch verfolgen, werden es wissen, das hatte ich schon geschrieben. Für die, die bloß gucken. Ja, ich habe, wie gesagt, ich weiß nicht wie, ich hatte meinen Rechner nach dem Urlaub angemacht, halbe Stunde gespielt, abgestürzt. Ging nicht mehr an. In der Reparatur sagten sie, ich hätte irgendwie mir irgendeinen komischen Virus drauf gejagt. Nike ist das mit einem Herz für ein Schloss verschlossen. Ein Herz haben wir noch nicht. Deswegen, ja, habe ich jetzt die letzten Tage viel Alice gespielt. Freunde zu betäuben. Achso. Achso, da haben wir, können wir das schon einsetzen, oder? Oh, haben wir noch einen Teil? Nein. Wie schon gesagt, ich habe jetzt viel Alice gespielt. Ich bin jetzt fast da, wo die Aufnahme bei uns geendet hat bisher. Und, Moment. Dieses Kabel hier stört mich gerade von meinem Mikrofon jetzt. Ja, ich muss mich erst wieder richtig einrichten. Wie gesagt, Urlaub, lange nichts gemacht. Der Herr braucht immer noch... Was ist das, eine Harfe? Nö. Eine Harfe will er nicht. Eine Geige will er vermutlich. Die haben wir nicht. Naja, Alice kommt gut voran und jetzt wollte ich auch Jack weitermachen, da ich euch die ersten 2 Folgen schon präsentiert habe. To get to the Sky Kingdom, we're going to need magic beans. Magische Bohnen, das sind die da? Ach nee, das ist der Pflanzendünger. Das hier drüben waren die Bohnen. In der Tür ist ein sternförmiger Umriss. Ja. Jack hat sichergestellt, dass er immer in der Nähe des Königreichs der Lüfte ist. Ein kleiner Getreidesilo. Jack hat sichergestellt, dass er alles hier hat, was er braucht. Okay. Da oben ist es. Ich bin dem Königreich der Lüfte einen Schritt näher gekommen. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Herz in der Hand von der Dame. Die Statue wurde wohl im Gedenken an seine Verlobte Emma errichtet. Okay. Aber wir sehen hier drüben eine Harfe. Und der braucht eine Flöte. Aber die haben wir nicht, ne? Nee. Keine Flöte. Ja, ist gut. Auf all diesen Grabsteinen steht ein und derselbe Todestag. 10 Jahre ist das ja. Aber ja. So, was haben wir jetzt hier? Eine Schere. Ich muss eine Anleitung finden, bevor ich dieses Instrument benutze. Um besser Zugriff zu haben, sollte ein Instrument hier platziert werden. Ich hab ein Rezept. Guck, wir haben ein Rezept. Bohnen. Dünger. Ich habe kein Elixier. Okay, ich komme nochmal wieder. Ich muss irgendwie noch weiter suchen. Das ist Jacks Werkbank. An was hat er gearbeitet? Die Wurzel ist schon lange tot. Ich sollte sie ausschaufeln? Ah, schaufeln! Mit der Schaufel mache ich sie weg. Kann hier nichts anpflanzen. Kann hier nichts. Okay, wir haben jetzt aber auf jeden Fall das Herz. Das gehört dahin in die Kiste. So, mal ein bisschen zum Urlaub. Also wirklich weit weggefahren war ich nicht. Ich war bloß schlicht und ergreifend in die Nähe von Mannheim gefahren, auf dem Zeltplatz. War aber sehr schön. Der Strand war ein 3-Minuten Fußweg entfernt, direkt zum Campingplatz hat er gehört. Ein kleines Strändchen. War nicht groß jetzt, ehrlich gesagt, aber es war toll. Ich habe mir einen sehr gravierenden Sonnenbrand auf den Rücken zugezogen. War nicht so schön. Mittlerweile ist er fast weg. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich das erste Mal in meinem Leben geschält, also weil die verbrannte Haut halt ab will, habe ich das erste Mal in meinem Leben, ich muss auch sagen, ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich Sonnenbrand gehabt. Habe ich sonst nie. Ich bin kein Sonnenbrandmensch. So, das Elixier brauchen wir hierfür. Was ist das da? Ein Tropfen rein? Okay. Jetzt brauchen wir noch eine Blume. Nee. Eine Blume. Wo hatten wir die denn gesehen? Irgendwo war noch eine Blume gewesen. Nein. Hier drin? Nein, keine Blume. Wo ist eine Blume? Das ist eine Blume. Die können wir gebrauchen. Ist hier vorne vielleicht noch was? Nein.
Also glaube ich jetzt nicht. Erstmal Blume. Blume? Ach ja, halt, Moment. Mörtel muss man die. Alles zusammengeschmissen und schwebende Bohnen haben wir jetzt. Magische Bohnen. Okay. Können wir die da einpflanzen? Cool. Eingepflanzt. Und jetzt? Hier fehlt eine astronomische Uhr. Das da. Das da? Genau. Ja, recht gehabt. Und das ist ein Minispiel. Okay. Ach ja, ich muss die Mondteile, ordne die Sterne und die Sonnenstrahlen neu, bis sie auf den jeweils richtigen Seiten sind. Okay, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Wie sei ich eigentlich die Sterne gerade verschoben? Was ist denn los? Bitteschön! Damit haben wir das. Ich finde die Figuren übrigens hübsch hier von den Damen. Die Musik ist ein bisschen laut, oder? So, ich hoffe, jetzt passt. Wie gesagt, ich muss die Einstellungen alles wieder ein bisschen neu machen. Dreh die Symbole so, dass sie den entsprechenden Tafeln entsprechen. Die Sonne muss ganz hoch. So. Genau. Darunter muss ein leeres Feld, oder? Oder nicht? Die beiden stimmen? Das stimmt. Das stimmt dort. Das muss dahin. Die Wolke muss dahin, okay. Das muss dahin. Hä? Ach so, ja, ich brauche die Wolke. Nicht wahr? Ja. Also als erstes brauche ich das. Es wird ein bisschen dauern. Moment. So. Dann mache ich das Wolkige. Dann die Sonne und dann das. So, dies ist richtig. Passt das unten aber absolut nicht. Die beiden müssen dann. Sehr unsympathisch ist mir das gerade. Lass mich raten, wieder falsch rum. So, ich verzweifle gerade an dem Spiel. Kann das sein? Nee, jetzt bin ich ja wieder auf dem Stand. So, jetzt sind die beiden leeren hintereinander. Jetzt brauche ich das.
passen aber die anderen wieder nicht. Das ist doch... Entschuldigt. Aber ich verzweifle gerade an dem Spiel. Ich begreife es nicht. Das ist doch ärgerlich. Also den oben kann ich nie verändern. Sonst ist wieder alles blöd. Alles wieder blöd. Die beiden muss ich irgendwie tauschen. Ich habe auch keinen Timer angemacht, fällt mir gerade ein. Naja, egal. Im Notfall hat die Länge, die Folge ein bisschen Überlänge durch dieses blöde Spiel hier gerade. Naja, immerhin fehlen nur noch zwei. Eins muss noch an den richtigen Fleck. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das kriege ich nie hin. Ich will aber jetzt auch nicht die ganze Folge nur an dem Rätsel hier sitzen. Entschuldigung. Ich habe mich vorhin noch, bevor ich angefangen habe, einen Schluck Kaffee verschluckt. Ärgerlich, wenn dann hinterher der Hals so kratzt. Kennt ihr das? Das ist eine ganz schreckliche Erfahrung. Aber wie kriege ich das Teil da hoch? Das ist ärgerlich jetzt. Na, wenn ich das jetzt wieder drehe. Nee, ganz ehrlich, Leute. Entschuldigt, aber nee, das wird nichts. Eine magische Bohnenstange, das sollte ich Jack sagen. So, es tut mir jetzt leid. Ich mache ein rotes Kreuz ganz dick im Kalender, dass ich heute ein Minispiel übersprungen habe. Aber ich möchte euch nicht ewig an dieser Folge festhalten, an diesem Spiel festhalten, diese Folge, sonst sitze ich da vielleicht zwei, drei Folgen dran. Das ist ein bisschen doof. Und da ich auch nicht gerne springe, ist das normal. Jack! Wollte ich mir doch. Holy. Wo hat er die Axt eigentlich her? Erinnert mich sehr an Indiana Jones, der Jack. Oh, oh, da kommt was geflogen. Ach du Scheibenkleister. Jack! Detective, I'm going to need your help getting out. Here, take this. You'll need it inside my cottage. Okay, lachende Maskenhälfte. Das war ja jetzt voll abenteuerlich. Wow, da kam was runtergeflogen. Krass. Hier haben wir wieder ein Wimmelbild. Ein Webstuhl. Webstuhl? Echt? Wozu brauchen wir einen Webstuhl? Müssen wir vielleicht ein Seil weben, womit wir helfen können? Aber ganz ehrlich, alle Teile sehen ziemlich edel aus, oder? Aber das war gerade schon interessant. Aber ganz ehrlich, das wollte ich schon in den letzten zwei Folgen sagen, dass mich Jack extrem an Indiana Jones erinnert. Mal ganz ehrlich, so ein Verwegen, dann der Hut dazu, voll ins Abenteuer reinstürzen. Das klingt für mich sehr nach Indiana Jones. Nicht, dass ich was dagegen hätte, ich finde es sogar cool, aber irgendwie... Ja. Es ist auch gefährlich, wie man gerade gesehen hat. Da drin war es Teil noch. Ein Helm. Einen edlen Webstuhl. Ganz ehrlich, das sieht voll bunt und edel aus immer. So, dann werden wir uns noch das da tun. Eine Tür öffnet sich. Ein Geheimgang, wo der wohl hinführt. Ihr merkt übrigens schon, ich fange an, das alles nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Ich muss dazu sagen, ich bin vor kurzem über den achten Teil von Crime Tales gestolpert, hab's angefangen zu spielen und ja, ich kann echt nicht mehr wirklich sehr viel ernst nehmen an Wimmelbildspielen.
Es sieht toll aus, alles von der Gra... hier liegt was. Von der Grafik, aber irgendwie... Ja. Ja. Ich glaube, es sagt eigentlich alles, was hier so rumliegt, ne? Was haben wir hier? Dieser Kerl hat einen hohen Preis für den Habke bezahlt. Auf Jack ist ein beachtliches Kopfgeld ausgesetzt. Darauf scheint er auch noch stolz zu sein. Ich frage mich, wofür die Bretter auf dem Boden sind. Wow! Oh Mann, dieser Raum ist extrem gut abgesichert. Hier ist ein Bogen. Hier passt übrigens das Seil rein, oder? Genau! Aber es fehlt immer noch eins. Das ist schwer. Der Ritter fehlt noch, wie ich das auf Anhieb jetzt sehe. Ja, die Krone ist da, das Dienstmädchen ist da, der Gärtner ist da. Das war immer der Gärtner. Der Kräuterhexer, der Heiler und der Zauberer. Also fehlt nur der Ritter. So. Ja, da kommen wir noch nicht weiter daneben entsprechend jetzt. Aber wir haben die Engelsflöte. Das ist doch, wird doch von dem hier gebraucht. Genau. Und jetzt? In diesem alten Grab liegen nur wenige Gegenstände. Auf jeden Fall liegt hier eine Halskette zum Andenken an Emma. Auf jeden Fall liegt hier kein Skelett drin. Das ist schon mal... Ring der Königin. Das ist doch schon mal positiv, oder? Was ist das hier eigentlich? Ach, da war noch was drin. Am Podium der Statue fehlt ein offizielles Abzeichen. Das haben wir hier. Das haben wir. Tada! Was ist das? Vor Jahrhunderten hat sich der Regierungsrat heimlich gegen den König verschworen. Es wurde vermutet, dass ein mächtiger Schatz ihn verdorben hatte. Okay, es wird immer mysteriöser und gleichzeitig interessanter. Also, was haben wir jetzt hier? Königinfigur, okay. Aber wir haben auf jeden Fall den Ritter gefunden. Jetzt müssen wir die bestimmt zuordnen, oder? Ich frage mich, wie die Werkzeuge und die Leute mit das zusammenhängen. Ach ja. Jetzt müssen wir das hier alles der Reihenfolge nach anklicken. Tada! Ach du meine Güte. Das nächste Minispiel. Jetzt müssen wir... Wähl die richtigen Knöpfe um... Ach so, das? Jetzt müssen wir hier vergleichen. Das da. Ist eigentlich ganz leicht. Man muss es bloß richtig... Das da. Mit der kurzen Axt. Axtgriff. Nur Pfeil und Bogen. In die Richtung der Pfeil. Ist nur der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zacken nach unten. Nach unten ist ja auch nur eins. Haben wir es geschafft? Nein, das Wappen. Ach, das Zeichen noch. In die Richtung ist ja auch bloß das. Oh, ist ja leicht. Das hätte ich mir jetzt fast schon schwieriger vorgestellt. Ich glaube, wir haben was kaputt gemacht. Oh Gott, jetzt fliegt uns alles um die Ohren. Nein? Doch nicht? Was war denn das jetzt? Ich dachte, jetzt fliegt das Ding in die Luft, so wie das gewackelt hat und geglitzert und tschum, tschum, tschum hat's gemacht. Okay. Nichts passiert. Gut, auch gut. Was haben wir hier eigentlich? Schemazeichnung. Na gut. Ich bin aber jetzt gerade... Halt, hinten ist noch was. Was ist denn hier noch? Pinned under this rock. I can't move. Okay, er kann sich nicht bewegen. Aber irgendwas war doch hier gerade noch. Ich frage mich, ob das der König ist, der für korrupt gehalten wurde. Jack hat sichergestellt... Ja, hä? Achso, das ist wegen Jack. Achso. Na gut, ich werde die Folge jetzt hier beenden. Da ich nicht weiß, wie lang sie ist, kann sie eventuell auch bloß 10 Minuten sein. Ja, vielleicht ist so 10 Minuten. Keine Viertelstunde. Ein bisschen weniger. Aber ich möchte die Spannung natürlich aufrechterhalten, was dort hinten zu finden ist. Also, meine Lieben, ich danke fürs Zuschauen. Es freut mich, dass wir uns nach meinem Urlaub jetzt so, ich hoffe, zahlreich wiedersehen oder dass ihr mich beziehungsweise guckt, dass ihr mich nach meinem Urlaub nicht vergessen habt. Und vielleicht könnt ihr in den Kommentar schreiben, was ihr so in den, in Anführungszeichen, Ferien oder im Urlaub gemacht habt. Denn mein kleiner Bruder hat ja noch Ferien. Ich musste mir Urlaub nehmen. Aber auf jeden Fall, ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!